Eröffnung des Düsseldorfer Asphaltfestivals. Die Stadt wird zum dritten Mal zum Spielort von 10 Veranstaltungen aus allen Richtungen der Kunst. Schirmherr ist Regisseur Sönke Wortmann, der sich im letzten Jahr von der einzigartigen Idee des Festivals überzeugen konnte. Mein Stück, Frau Müller muss weg, das lief im Goethe-Gymnasium und es spielt auch an einer Schule. Insofern war das genau der richtige Spielort. Also ein Stück, was an einer Schule spielt, auch in einer Schule spielen zu lassen und nicht im Theater. Vier Stunden vorher. Soundcheck für Mariana Sadowska. Die Wahlkölnerin erhielt 2013 den Hauptpreis des Weltmusikpreises Ruth. Ob Hexengesänge oder Hochzeitsmelodien, ihre eigenen Interpretationen der ukrainischen Volkslieder haben für sie eine ganz persönliche Bedeutung. Ich komme aus der Ukraine und ich bin natürlich sehr, sehr mitgenommen und mitgerissen mit der ganzen Situation, die es da ist. Und meine Freunde sind im Krieg, meine Familie ist betroffen. Und natürlich immer diese Frage, was kann ich tun? Und ich bin Sängerin, ich kann singen. Von Gesang und Musik über Ausstellungen und Lesungen hin zu Theater und Tanz. Für jeden Kulturfreak ist etwas dabei. Das Motto, die Stadt wird zum Spielort. Dafür haben die Festivalleiter einen besonderen Grund. Wir müssen den Menschen entgegengehen und das bedeutet eigentlich, dass wir nicht in die klassischen Theaterräume und Konzertsäle gehen oder Museen, sondern dass wir Räume in der Stadt aufmachen müssen und dadurch den Menschen natürlich auch gerade dann. Das war übrigens der Co-Festivalleiter, Christoph Seger zu Mühlen, dass wir den Menschen entgegengehen müssen. Zentrum ist das Weltkunstzimmer, eine verlassene Backfabrik. Das stellt die Künstler vor ganz neue Herausforderungen. Die geringe Raumhöhe, damit muss man umgehen, also wenn man versucht, das Stück zu beleuchten. Also man kann nicht in die Höhe gehen und kann keine Türme aufbauen, wo man ganz oben Scheinwerfer aufhängt, so die dann direkt senkrecht runterstrahlen. Damit muss man halt umgehen, aber da haben wir dann jemanden gefunden, der das kann und das ist eine Herausforderung und die ich aber spannend finde. Zum ersten Mal ist das Festival Partner des Rheinischen Kultursommers. 60 Formate mit 200 Veranstaltungen im Rheinland, ein Konzept, das Festivalleiter Bojan Vuletic überzeugt. Also als der Rheinische Kultursommer auf uns zugetreten ist und ich mich darüber informiert habe, wurde mir plötzlich klar, wie sinnvoll das ist, diese Verbindung. Weil beim Rheinischen Kultursommer geht es um die Vernetzung zentral. Es geht darum, dass neue Kultur natürlich auch entsteht, was wir machen. Bei uns dieses Jahr co-produzieren 8 neue Stücke mit, auch finanziell und auch logistisch. Es geht natürlich auch darum, auch Querverbindungen zu schaffen in der Region. Wir haben mehrere Projekte, die mit Künstlern geschehen, die nicht aus Düsseldorf sind, sondern eben aus der Region des Rheinischen Kultursommers. Die Eröffnungsvorstellung selbst fand gegenüber in den alten Farbwerken statt. Für Preparatio Mortis, das gefeierte Tanzstück des flämischen Regisseurs Jan Fabre, stehen am Premierentag 5000 frische Blumen und ein gläserner Sarg bereit. In dem von Orgelmusik begleiteten Stück tanzt so eine junge Frau ein Solo mit dem Tod selbst. Die außergewöhnlichen Vorführungen des Asphaltfestivals finden noch bis zum 17. August statt.